Das ist dann auch nicht unbedingt ein Vorteil, weil das Fahrzeug ein bisschen leichter wird, aber aus Sicherheitsgründen werden wir versuchen, die Klappe da abzukriegen. Aber ich sehe schon, zwei ausgewachsene Männer vergnügen sich an dieser Klappe und es funktioniert nicht. Vielleicht sollte ich sie mal losschicken, dann fällt sie gleich von selber ab. Ja, was meint ihr? Hält sie? Ja. Sie hält, ne? Ja. Lass sie fliegen, genau. Aber ihr habt alles gegeben, sah echt gut aus. So, dann wollen wir sehen, ob das gefruchtet hat und ob das jetzt funktioniert. Die Strecke ist frei, wir können wieder starten. Waren alle so verunsichert, glaube ich, gerade. Es hat gefruchtet. In Führung. Die leicht etwas erleichterte 913 Terreno Clio von den Crossberg. Das hat doch was gebracht. Auf Platz 2 die 400. Dann der Lars Lüderitz, der jetzt aber hier schon attackiert wird. Sein Platz aber behaupten kann. Jetzt schon wieder attackiert wird, also das wird ein enges Ding da für dich, Lars. Die Michelle Rose hat sich da schon schön abgesetzt, gefolgt von der Heiligen Krugel und dem Lars Lüderitz, der da von der attackiert wird, sich aber wieder absetzen kann. Ausgefallen in der Kurve 4. Thank you.